Heute geht es hierum, um Schokolade. Genauer gesagt nicht nur um Schokolade, sondern auch um den darin enthaltenen Kakao und seine Inhaltsstoffe. Der schmeckt nämlich nicht nur lecker, sondern hat auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und ob das jetzt positive oder negative Auswirkungen sind, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Kakao kommt ursprünglich aus Mittelamerika und das erste Volk, was Kakao konsumierte, waren die Maya. Aus deren Sprachgebrauch kommt auch der Name Kakao und das bedeutet ursprünglich Speise der Götter. Die Inhaltsstoffe sind vielfältig, also der Hauptbestandteil von Kakao ist die Kakaobutter, aber es sind auch viele Mineralstoffe enthalten, wie zum Beispiel Phosphat, Kalium, Zink, Magnesium, Kupfer oder Eisen. Das Interessanteste oder das Wichtigste vielleicht auch sind die Polyphenole. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe und die werden für gesundheitliche Wirkung verantwortlich gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, in unserem Video zu Kirschen und Kirschsaft hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Das Interesse an den Auswirkungen von Kakao auf das Herz-Kreislauf-System kam durch Beobachtungen an den Kuna zustande. Die Kuna sind ein in Panama lebendes Volk, die im Durchschnitt 5 Tassen Kakao täglich trinken. Dabei stellte man fest, dass dort sehr selten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten und auch Bluthochdruck zum Beispiel war seltener. Das führte dann dazu, dass man das auch in europäischen Studien und so weiter überprüfte und man fand tatsächlich, dass sich die Mortalität, also die Sterblichkeit über einen Zeitraum von 15 Jahren um 50% reduzierte. Auch Bluthochdruck trat seltener auf und bei Patienten, die schon mal einen Herzinfarkt hatten und dann zweimal wöchentlich Schokolade aßen, war auch das Risiko zu sterben geringer. Aber die Studienlage ist hier auch nicht so hundertprozentig eindeutig. Bei Patienten mit Herzinsuffizienz stellte man zum Beispiel fest, dass nur ein- bis zweimal wöchentlicher Schokoladenkonsum auch zu einer Risikoreduktion führt. Eine Meta-Analyse kam zu dem Ergebnis, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen am geringsten ist, wenn man 45 Gramm Schokolade pro Woche isst. Wenn man mehr als 100 Gramm Schokolade pro Woche isst, dann ist keine zusätzliche Risikoreduktion mehr feststellbar. Es gibt also so einen J-förmigen Zusammenhang. Erst sinkt das Risiko ab und das geringere Risiko ist dann aber ab 100 Gramm Schokolade wieder ausgeglichen und steigt dann vielleicht sogar ein bisschen an. Zudem konnte man feststellen, dass regelmäßiger Kakaokonsum den Blutdruck senken kann. Schon 6,5 Gramm Schokolade am Tag führten zu einer Senkung des Blutdrucks. Diese blutdrucksenkende Wirkung kommt wahrscheinlich über die Auswirkung auf den Stickoxidstoffwechsel zustande. Inhalte des Kakaos scheinen die Arginase zu hemmen, was eben dazu führt, dass Stickoxid mehr verfügbar ist und dann am Endothel, das ist die Gefäßinnenwand, wirken kann, wo es dann zu einer Gefäßweitstellung führt. Wie wirkt sich Cholesterin jetzt auf die Blutfette aus? Und dazu gab es 2 Meta-Analysen. Beide fanden, dass das LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, sank. Beim Gesamtcholesterin waren sie sich nicht ganz einig. Die eine sagte, das ist signifikant gesunken, die andere sagte, das war nicht signifikant. Auf das HDL-Cholesterin hat Kakao wohl eher keine Auswirkungen. Interessant ist aber, dass die Blutplättchen auch von Kakao gehemmt werden. Das ist von der Funktion her so ähnlich wie Aspirin. Manche Studien fanden sogar, dass die Aktivität von Kakao genauso groß war wie die von Aspirin. Aber das heißt jetzt nicht, dass man Aspirin absetzen sollte und stattdessen Schokolade isst. Schauen wir uns als nächstes das Nervensystem und die Psyche an. Und da gibt es erste Hinweise, dass Kakao oder dessen Inhaltsstoffe vor Alzheimer und Parkinson schützen können. Allerdings sind das nur Erkenntnisse aus Tierstudien und deshalb müssen wir sagen, wir wissen es nicht genau. Die Gehirndurchblutung steigt aber durch die Inhaltsstoffe des Kakaos an und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir eine bessere kognitive Funktion feststellen können. Das ist schon zu erreichen mit einem Schokoladenkonsum von 10 Gramm pro Tag. Wie die Wirkung von Kakao bei Depressionen sind, wissen wir nicht genau, da gibt es auch eher nur Tierstudien. Was wir aber sagen können, ist, dass sich das psychische Wohlbefinden verbessert. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man sich so ein Stück Schokolade auf die Zunge legt und das so langsam im Mund zerschmilzt, dann macht das schon ein ganz gutes Gefühl. Und das konnte auch in Studien an werdenden Müttern und auch an Senioren belegt werden. Und auch auf den Stoffwechsel hat Kakao positive Einflüsse. Zum Beispiel stabilisiert er den Blutzucker. Und das macht er, indem die Flavonoide, also auch diese sekundären Pflanzenstoffe,
die Verdauung und die Aufnahme von Kohlenhydraten, also letztlich Zucker, im Darm verlangsamen. Genauso konnte festgestellt werden, dass die Insulinsensitivität bei gesunden Probanden sich verbessert, also dass das Insulin, was der Körper produziert, besser wirksam ist. Bei Diabetikern konnte man bisher keine positiven Auswirkungen auf den Blutzuckerhaushalt feststellen. Allerdings konnte man bei gesunden Probanden feststellen, dass sie ein geringeres Risiko hatten, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln, wenn sie regelmäßig Schokolade aßen. Der Effekt war dabei am größten, wenn sie 2 Portionen pro Woche konsumierten. Das entsprach 60 Gramm. Nun stellt sich aber die Frage, ob Kakao gut oder schlecht für die Zähne ist. Und es konnte tatsächlich gezeigt werden, dass Kakao das Wachstum der Bakterien hemmt, die für die Entstehung von Karies verantwortlich sind. Allerdings sollte man jetzt nicht Unmengen Schokolade essen. Und das bringt uns nämlich gleich zum nächsten Punkt. Es kommt auf die Zusammensetzung an. Und zwar ist besonders der Polyphenolgehalt der Schokolade entscheidend. Wenn der Polyphenolgehalt niedrig ist, dann ist nicht davon auszugehen, dass diese ganzen positiven Wirkungen hier eintreten. Blöderweise ist der Polyphenolgehalt auf den wenigsten Schokoladen angegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass dunkle Schokolade mehr Polyphenole enthält. Fassen wir zusammen. Kakao hat positive Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf unseren Stoffwechsel und auch auf das psychische Wohlbefinden. Demgegenüber stehen der Kalorien- und Zuckergehalt von Schokolade. Vor allem der Polyphenolgehalt ist für die Wirkung entscheidend und dementsprechend solltest du, wenn du Schokolade aus gesundheitlichen Gründen isst, auch dunkle Sorten bevorzugen. Allerdings ist Schokolade auch ein Genussmittel und dementsprechend solltest du nicht immer, wenn du Schokolade isst, es bewerten nach gesund oder nicht gesund. Wenn du jetzt genauso viel Appetit auf Schokolade bekommen hast wie ich, dann lass noch kurz ein Abo da und einen Daumen nach oben und dann schnapp dir ein Stück Schokolade und genieß es.